Das wird richtig kalt heute. Ich hab der Strecke stehen. Oh, geil. Ja. Aber gut laufen lassen, ne? Also nach dem Drop, ey. Also ich stand auf der Bremse. Hast du nicht gesehen da vorne? Nee. Du bist jetzt links den Tape hochgefahren, rechts war ein Sprung auf den Tape. Kalt Finger oder was? Taube Finger. Aua! Oh mein Ei! Guten Morgen, liebe Velo-Freunde. Wir melden uns aus dem Bikepark Fermé-Libert in Malmedy, Belgien. Wir haben den 2. Advent, den 4. Dezember. Wie sagt man so schön? Winter miles make summer vibes. Und der Max muss trainieren, dem ist jetzt auch schon ganz kalt. Deswegen fahren wir jetzt direkt mal runter, holen uns ein Lift-Ticket und dann fahren wir hier ein bisschen. Erstmal warm werden hier. Das wäre der Kälte leichter gesagt als getan. Ich glaube, annehmen und dann da mit dem Ding aufsteigen, würde ich sagen. Schnell hintereinander. Es ist durch meinen Arsch durchgegangen. Hier. Ja. Derrière. Après, elle monte. Oh, s'il te plaît, tu peux reprendre. Yes. Echt schnell.
Gut zum Abspringen, ich kann nicht zugreifen. Hier ist ein Drop. Das ist auch ein Drop. Der fährt da einfach. Geiler Typ. Einfach mal blind gemacht. Hier wird noch. Wow. Wow. Wird man hier schnell, ey. Wow. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Oh, oh, leckerlich gehalten. Ja, geil. Ja? Aber gut laufen lassen, ne? Also nach dem Drop, ey. Also ich stand auf der Bremse. Freunde, dieser tolle Lift hier im Bikepark. Mal über die. Etwas in die Jahre gekommen, aber man muss sagen, er ist renoviert worden anscheinend. Also die Teller sind neu und besser geworden. Also es läuft besser als wie vor 4 Jahren, als wir das erste Mal hier waren. Ja, immer noch nicht perfekt, aber es läuft. Ja, hier am Liftende sitzt auch so eine Fachkraft, die weder Englisch noch Deutsch kann. Gut, ich hätte mit Arabisch versuchen können. Kommt uns auf den Lift nicht erklären. Bin ich drin? Ah, ich bin drin. Ich bin gespannt, ob ich damit oben ankomme. Jetzt kommt gleich der Ausstieg. Ja. So, und jetzt. Zack, zu früh wieder gezündet. Haut den Tellerlifter weg.
geht ja auch noch eine Strecke lang, ey. Da auch. Junge, Junge, Junge. Können die das echt nicht entfernen? Aua! Oh, mein Ei! Okay. Ja. Au. Wenn das rutschig wäre, ne? Meine Fresse. Oh, nur noch bis zum Tod, okay. Oh, ist das asozial gebaut. Wäre das wenigstens ein schöner Drop, ey. Scheiße. Bone Unlock. Den gibt's nicht. Oh, Alter. Leck mich am Arsch. Junge, fuck, war das rutschig. Junge, leck mich am Arsch, ey. So, kurze Pause gehabt gerade. Es war eine Pause, weil der Lift. Boah, ich sehe nichts. Trau ich mich nicht. Sehe nämlich gerade nichts, gar nichts. Der ist, glaube ich, einfacher zu fahren. Ich stelle mich wieder so an. Kann ja nicht wahr sein. Mann, ist der smooth, ey. Und einfach. Hey, nicht einfach hier stehen bleiben, Mann! Oh, Alter! Boah. Ah. Ah. Ah, komplett ohne Brille ist noch beschissener, ey. Ah. Da hängt noch eine Fahne, egal. Abgerutscht, bevor ich abziehen konnte.
hier so schnell. Au! Ah, dafür sind die Schienbein schon also da. Wir haben gerade die letzte Abfahrt gemacht. Und jetzt mit vollen Stein gegen das Schienbein geflogen. Und natürlich heute habe ich die Knieschoner an ohne Schienbeinschoner. Jetzt weiß ich auch, wofür die gut sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keins unserer Videos zu verpassen. Ach so, ja, hier, ne? Kleine Zusammenfassung noch. Bikepark. Sehr viele verwinkelte Strecken. Hier kann man sich den ganzen Tag verlustieren. Auch, naja, für Anfänger nicht ganz so geeignet, aber möglich. Lift ist, ja, wie bereits gesagt, gewöhnungsbedürftig. Ist saniert worden, ist in besserem Zustand als vor 5 Jahren, als ich hier war. Bis auf den Ausstieg kam ich damit klar. Jedes Mal, wenn ich angefangen habe zu pedalieren, ist das Ding weggeflogen. Ha, das habe ich auch mal geschafft.